Ich werde jetzt mein komplettes Gesicht mit flüssigem Highlighter vollschmieren. Und danach werde ich es versuchen, mit meiner heftigsten Foundation zu überdecken. Ich sag euch, das Ergebnis ist so krass. Zuerst habe ich gemerkt, dass mein Flüssig-Highlighter eingetrocknet war. Deswegen musste ich einen anderen nehmen, und zwar diesen hier. Erinnert ihr euch an diese Zeit, wo das mega gehypt worden ist? Und überall waren diese Make-up-Videos, wo sich die Leute einfach so viel Highlighter unter die Foundation gegeben haben. Und danach sahen diese Leute Bombe aus. Wie ihr seht, habe ich den Flüssig-Highlighter überall in meinem Gesicht verteilt. Und er hatte nicht so die perfekte Farbe für mich. Aber ich habe es dann trotzdem mit einem Beauty-Blender eingeblendet. Der Kontrast zu meinem Hals ist einfach so krass. Ich habe dann meine stark deckendste Foundation genommen und ordentlich Foundation drauf geballert. Die Foundation ist übrigens von Too Faced, und zwar die Born This Way Foundation. Ich habe das dann alles eingeblendet und es sah schon mal richtig glowy aus. Das Einblenden ging verhältnismäßig echt richtig lang, aber das Endergebnis war so krass glowy. Ich habe dann noch meine anderen Cremeprodukte aufgetragen. So sieht das unabgepuderte Ergebnis aus.